AM wie Jochen, das ist der Frühsport für Sonntag, den 17. November 2024. Schönen guten Morgen. Mich hat es ein bisschen da niedergerafft, genau gesagt eine Erkältung. Ich hoffe, man hört es nicht allzu dolle raus. Und falls ich während dieses Videos irgendwann mal niesen muss, dann drücke ich schnell vorher auf Pause-Taste. Ich sage nur schon mal vorab. Wir starten mit der Nations League. Da hat die deutsche Mannschaft gestern heldenhaft und souverän gewonnen. 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina. Und damit den Gruppensieg in der Gruppe A3 eingetütet. Die Niederlande gewinnen ebenfalls klar 4:0 gegen Ungarn. Und sichern sich damit Platz 2. Das heißt, Deutschland, Niederlande, beide in der Viertelfinalrunde. Das steht schon fest. Die Niederlande als Zweiter. Die Ungarn schaffen Platz 3 und werden damit in den Abstiegs-Playoffs spielen oder in den Relegations-Playoffs spielen müssen. Und die bosnien-herzegowinische Nationalmannschaft, die steigt ab aus der Nations League A. Die hat keine Chance mehr, geht runter in die B-Gruppe dann für die nächste Runde. Heute dann noch zwei Spiele aus der Gruppe A2. Italien gegen Frankreich, die sind beide schon qualifiziert fürs Viertelfinale. Da geht es noch um Platz 1 und 2. Und Israel trifft auf Belgien. Da geht es noch um die Frage, wer absteigen muss direkt. Das könnten die Israelis noch vermeiden mit einem Sieg, mit einem klaren Sieg. Mal sehen, die Spiele gibt es heute Abend beide zu sehen. Natürlich auf The Zone, das ist klar. Und zwar um, da bin ich alles täuscht, 20 Uhr. 45, genauso ist es, beide Spiele dort also zu sehen. Dazu gibt es noch Nations League B mit England gegen Irland um 18 Uhr. Interessante Paarung, immer irgendwie. Und sowas wie Österreich-Slowenien 18 Uhr, haben wir Finnland-Griechenland um 18 Uhr. Und weiteres, auch aus der C-Gruppe gibt es noch was. Nordmazedonien gegen die Färöerinseln, wie immer ihr wollt. Ich hatte euch noch versprochen, wir reichen die südamerikanische WM-Qualifikation noch nach. Da ist jetzt der 11. Spieltag komplett. Uruguay hat noch gewonnen, 3:2 gegen Kolumbien. Und es gab ein trostloses 0:0 zwischen Peru und Chile. Die liegen am Ende der Tabelle. Chile 6 Punkte, Peru 7 Punkte. Und dann der Drittletzte hat schon 12. Also das ist schon etwa das Doppelte. Also da ist schon die Lücke groß. Peru und Chile, denke ich mal, werden wir nicht sehen bei der WM. Davor ist relativ eng noch. Dieser Drittletzte, von dem ich sprach, ist Bolivien. Punktgleich 12 Punkte mit Venezuela. Die liegen momentan auf dem Playoff-Platz. Und alle anderen Teams werden momentan qualifiziert. Mit 16 Punkten Paraguay und Ecuador, mit 17 Punkten Brasilien, mit 19 Punkten Kolumbien und Uruguay und mit 22 Punkten Argentinien. Das ist der aktuelle Stand der Dinge also hier in dieser Runde. So, dann gehen wir rüber zum Fußball. Haha, machen wir Fußball erst komplett. Es gab in der Frauenbundesliga gestern, also ich weiß nicht, man lernt ja nichts. Ne? Ihr habt ja letztens in der zweiten Liga sicherlich gesehen, da gab es ja diese verrückten Szenen, wo es Elfmeter gab, weil Spieler dachten, der Torwart spielt mir den Ball rüber, damit ich ihn mir schön hinlegen kann. Aber das Spiel lief weiter oder es war ein Foul und man dachte, jetzt gibt es Elfmeter, nahm den Ball schon zum Elfmeter in die Hand, aber war noch gar nicht abgepfiffen. Jetzt ist genau das in der Frauenbundesliga gestern auch passiert, bei Hoffenheim gegen Frankfurt. Spielerin, ja ich weiß nicht, wenn ihr es schon noch nicht gesehen habt, guckt sich nochmal an, Spielerin denkt, die Torfrau spielt den Ball zu mir rüber, damit ich ihn hochnehme und schön hinlege. Ja, gibt Elfmeter und dann gewinnt Frankfurt das Ding mit 1:0. Das ist halt echt ärgerlich. Vor allem fragwürdig, halt, warum, wie sowas jetzt in dieser Saison so oft passieren kann in verschiedenen Wettbewerben. Ich weiß nicht. Wolfsburg, kann das egal sein. Die haben 3:1 gegen Potsdam gewonnen in ihrer Partie. Und damit gucken wir auf die Spiele vom Tage heute. Da haben wir um 14 Uhr Bayern München gegen Carl Zeiss Jena und um 18:30 dann Leipzig gegen Leverkusen. Beides live auf The Zone und auf Magenta Sport zu sehen. Schon in der Nacht jetzt auf Sonntag gibt es WM-Qualifikation Australien, Ozeanien. Da haben wir um 4 Uhr Fidschi, Neukaledonien und um 7 Uhr Papua-Neuguinea, Solomon-Inseln. Das könnte man zum Frühstück gucken auf FIFA Plus. Kostet nichts, braucht man einen Account für. Wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Das war's vom Fußball. Und dann gehen wir rüber zum Tennis. Da gab es bei den ATP-Finals gestern Sieg und Niederlage aus deutscher Sicht. Alexander Zverev im Einzel ist wieder gescheitert an Taylor Fritz. Zum vierten Mal in Folge. Wir hatten es gestern ja schon angerissen. Wimbledon verloren, US Open verloren und jetzt dann im Laver Cup verloren und jetzt auch hier bei den ATP-Finals verloren. Fritz damit im Finale. Und dann trifft er auf Jannik Sinner. Der hat mit Casper Ruud keine Schwierigkeiten gehabt. 6-1, 6-2, klares Ding. Das gibt also heute das Endspiel und das steigt um eine Uhrzeit bitte, 18 Uhr, live auf Sky. Und schon um 15 Uhr heißt es für Kevin Krawitz und Tim Pütz, greifen nach der Krone. Das ist natürlich auch ganz, ganz verrückt. Die sind als erste deutsche Paarung überhaupt im Halbfinale gewesen. Das haben sie gewonnen gegen Purcell Thompson. Das war ja auch so ein Thriller gestern mit Matchball gegen sich und so weiter. Und dann im Match-Tiebreak haben sie es gewonnen. Gegen die beiden haben sie ja noch das US Open-Finale verloren dieses Jahr.
Und jetzt geht es also gegen Arevalo Pavic, das sind die amtierenden French Open-Sieger. Kevin Kravitz war ja auch schon zweimal French Open-Sieger. Und jetzt trifft man sich wieder, also irgendwie schließt sich da auch ein Kreis, zwar nicht mit Tim Pützer, mit Andy Mies, Grüße an dieser Stelle. Wir kennen uns nicht, keine Sorge. Aber 15 Uhr heute, Kravitz, Pütz, Arevalo Pavic, und da könnte also das erste deutsche Team in der Geschichte der ATP Finals das Ding gewinnen. Ich bin mal sehr gespannt. Billie Jean King Cup gibt es auch zwei Paarungen heute, um 10 Uhr Australien gegen Slowakei. Und dann im Anschluss, vielleicht so 17, 18 Uhr, wenn die halt fertig sind, Kanada gegen Großbritannien. Gestern gab es auch schon zwei Duelle, das ist jetzt alles schon Viertelfinale. Gestern hat Japan gegen Italien verloren mit 1-2. Da war vor allem Jasmina Paolini die große Matchwinnerin, die hat ja Einzel gewonnen und dann im Doppel mit Sara Errani zusammen. Und das zweite Duell, was noch am Laufen ist, Polen gegen Tschechien, da läuft das Doppel noch. Ich habe noch kein Endergebnis, das zieht sich ewig. Ich fing gerade jetzt erst an, kurz vor Mitternacht. Da steht es 1-1, Iga Świątek hat gewonnen, Buskova hat ihr Spiel gewonnen für Tschechien und damit geht es also jetzt hier wirklich im Doppel drum, wer ins Halbfinale einzieht, sage ich euch morgen, weil so lange warte ich jetzt hier nicht mehr. Kommen wir zum Eishockey, ich schulde euch noch die deutsche Eishockey-Liga vom Freitag, da gab es ja noch einen Spieltag, den habe ich gestern dann weggebügelt, weil das Video eh zu lang war. Was ist da noch Spannendes passiert, ich gucke mal kurz drüber über die Ergebnisse. Da haben beispielsweise die Fischland Penguins gewonnen gegen Köln, wenig überraschend, ehrlich gesagt. Dann hat Ingolstadt verloren in Nürnberg, das ist vielleicht eine Erwähnung wert. Und die Mannheimer Adler haben gewonnen gegen Augsburg. Düsseldorf hat gewonnen in Schwenningen, das ist immer eine Erwähnung wert, wenn Düsseldorf gewinnt in dieser Saison. Haben vor allem damit auch so ein bisschen den Anschluss wiederhergestellt. 12 Punkte jetzt für Düsseldorf, 14 für Iserlohn und 17 für Augsburg. Da sind sie ein bisschen jetzt wieder angekommen. Und vorneweg die Eisbären 37 Punkte, vor Fischtown 33, Ingolstadt 32 und die Mannheimer mit 29. Das ist so die Spitzengruppe im Moment. Wir gucken mal auf die Partien, die wir heute im Programm haben. Denn da gibt es den nächsten Spieltag mit den Paarungen um 14 Uhr Berlin-Frankfurt, Fischtown-München und Wolfsburg-Schwenningen. 16:30 Uhr dann Augsburg-Iserlohn, Düsseldorf-Nürnberg und Ingolstadt-Mannheim. Und dann um 7:15 Uhr das Topspiel, auch wieder live auf DF1. Im Free TV Straubing Tigers gegen Kölner Haie und alle 7 Spiele natürlich live auf Magenta Sport zu sehen. Aus der NHL gibt es noch ein Spiel bei Sky um 23 Uhr, das ist zumindest nicht ganz so nachts wie sonst. Carolina Hurricanes gegen die St. Louis Blues, wer Bock drauf hat, schaue da auch gerne vorbei. Dann, das war Eishockey, dann geht es weiter mit Tischtennis, habe ich noch ein paar Ergebnisse versprochen. Mühlhausen gewinnt in der Champions League bei Oderheyusek. Oder so. Grünwettersbach gewinnt bei Sabinia im Europe Cup und bei den Frauen in der Champions League gewinnt Berlin in Metz. Also war ein sehr erfolgreicher Tischtennistag am Freitag. Das war alles noch Nachtrag. Gestern gab es dann in der Champions League den Sieg von Mühlhausen gegen Star Croatia. Das mitspielt. Und Grünwettersbach gewinnt im Europe Cup gegen Alzira. Nicht Al Jazeera, das bitte nicht verwechseln. Heute geht es dann noch weiter mit Mühlhausen gegen El Niño Prag. Also fällt nicht diesen Namen aus. Grünwettersbach spielt in Vidrani im Europe Cup. Das könnt ihr vielleicht bei Dein Sports gucken, da bin ich mir auch nicht sicher. Oder irgendwo bei YouTube im Free Channel. Wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare rein. Aber wenn es jemand gucken möchte, schreibt es auch bitte in die Kommentare rein. Ich glaube nicht. BBL, da haben wir Heidelbergs Sieg gegen Hamburg noch vom Freitag nachzutragen. Gestern dann Braunschweig gewinnt gegen Chemnitz und das ist interessant, weil die Chemnitzer ja damit immer mehr zurückfallen in der Liga. Oldenburg schlägt Frankfurt nach Verlängerung und der MBC gewinnt gegen Bamberg. Vorne jetzt die Bayern mit 5-2, Ulm mit 5-2, Würzburg und Telekom Baskets Bonn jeweils mit 4-2. Das sind die vier Teams mit erst zwei Niederlagen, die wir also in der Spitze haben. Hinten Göttingen 0-6, solide und konstant. Was gibt es heute Schönes? Um 15 Uhr Bayern gegen Bonn. Und Ulm gegen Göttingen, sowie um 16:30 Uhr Vechta gegen Alba Berlin. Das ist das Spiel, was es live gibt auf Welt-TV im Free-TV. Und dann am Abend um 18:00 Uhr Ludwigsburg gegen Würzburg. Alle Spiele auf Dein Sports, das wisst ihr ja. Und aus der NBA gibt es heute auch wieder was zu einer vernünftigen Abendzeit. 21:30 Uhr Minnesota Timberwolves, nämlich empfangen die Phoenix Suns. Und wer darauf Bock hat, der kann das Ganze sehen bei Pro7 Max live. Also wie gesagt im Free-TV. Viel Spaß beim Basketball. Handball machen wir gleich. Ich will kurz Ski Alpin einschieben, bevor ich es vergesse. Habe ein bisschen Angst davor, dass es mir irgendwo verloren geht. Da gab es gestern den 98. Weltcup-Sieg von Michaela Schifrin beim Slalom in Levi.
vor Katharina Linsberger aus Österreich und Linda Dürr wird Dritte und fährt damit aufs Podest. Glückwunsch dazu. Emma Eicher will ich auch nicht unerwähnt lassen, mit einem tollen zweiten Lauf noch von 22 auf 9 gefahren. Aber hey, nochmal 13 Plätze gut gemacht. Das muss man auch erstmal schaffen. Heute fahren die Männer dann mit Linus Strasser. Um 10 geht's los, erster Lauf. Und um 13 Uhr der zweite in Levi, live zu sehen in Eurosport oder auf Eurosport 1 und beim bayerischen Fernsehen, im BR-Fernsehen oder auf sportschau.de im Stream oder was auch immer. Könnt ihr dabei sein, wenn die Männer heute Slalom fahren. So, das habe ich also jetzt bedacht. Dann können wir jetzt zum Handball kommen. Da habe ich, Verzeihung, da habe ich im Angebot gestern die Bundesliga mit folgenden Partien. Es gab einen Sieg von Melsungen gegen Magdeburg im Topspiel. Die Melsungen damit mit 18 Punkten weiterhin Tabellenführer. Spielen eine Mega-Saison. Glückwunsch dazu. Respekt. Lemgo, nachdem sie ja verloren haben im Pokal unter der Woche beim Zweitligisten aus Coburg, jetzt also gewonnen gegen Eisenach. Damit Platz 6 gefestigt oder zurückerobert. Aber die Tabelle ist auch noch ein bisschen schief, muss man fairerweise sagen. Bietigheim, Hannover unentschieden gestern. Und dann gucken wir auf die Spiele von heute. Da gibt es nämlich einen absoluten Kracher und den gibt es live im Free-TV. Es ist wirklich ein schöner Free-TV-Tag heute. Und zwar im Norddeutschen Rundfunk, im NDR, gibt es heute das Spiel zwischen THW Kiel und Flensburg-Handewitt. 14 Uhr live im Free-TV könnt ihr das gucken. Und um 15 Uhr könnt ihr euch dann live dazuschalten. Das überlappt so ein bisschen dann auf Welt-TV Potsdam gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Guck einer an. Alles natürlich auch auf Nine Sports. Und dazu gibt es dann auch noch Erlangen gegen Wetzlar um 16:30 und Leipzig gegen Köppingen. Auch das steigt um 16:30. Wer Lust hat, kann da reingucken und dabei sein. Dann gibt es noch European League heute mit Borussia Dortmund bei Most und der Thüringer HC in Vatschi, also in Osteuropa beide. Um 18 Uhr spielen die. Übertragungsrechte hat The Zone. Ich habe noch keine Übertragung gefunden. Ich weiß nicht genau, ob sie heute was zeigen, aber die brauchen ihre Ressourcen vielleicht für die NFL. Mal gucken. Ergebnis gibt es auf jeden Fall morgen bei mir, das kann ich schon mal sicher sagen. Gestern in der Champions League Ludwigsburg noch gewonnen bei den Frauen gegen Kristiansand und in der European League freuen wir uns, dass im deutschen Duell Blomberg-Lippe gewonnen hat gegen Metzingen. Mir ist das wurscht, aber schön für Blomberg-Lippe. Die sind damit also eine Runde weitergezogen. Dann kommen wir zum Darts Grand Slam. Da sind wir jetzt ja im Finalmodus. Luke Littler hat gegen Jermaine Vautimena sowas von klar gewonnen, 16:2. Das ist schon echt eine Abreibung. Und Gary Anderson ist weiterhin gut dabei, schlägt Jan van Veen 16:14, war eine knappere Nummer. Und jetzt kommt es heute zum Duell zwischen Luke Littler und Gary Anderson. Das ist ein cooles Ding, freue ich mich drauf. Und Mickey Mansell trifft auf Martin Lukeman. Diese beiden Halbfinalspiele steigen dort heute und das Finale am Abend auch. Habe ich Uhrzeiten? Halbfinale heute gibt es ab 14 Uhr, meine ich. Genau. Startet mit Mansell gegen Lukeman und danach dann Littler gegen Anderson. Beides live zu sehen auf Sport 1 und auch auf The Zone. Und dann am Abend ab 20.30 Uhr steigt die Übertragung auf Sport 1. Ich glaube, das Finale beginnt dann um 9 oder um 8:45. Guckt ab 8:30 rein, wenn es euch interessiert. Dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, wann das losgeht. Also auf jeden Fall sind sie von Anfang an dabei. Und senden, das ist auf jeden Fall sicher. Japan hatten wir, Tennis hatten wir auch schon. Frauenbundesliga hatte ich auch schon darauf hingewiesen. Und haben wir noch die NFL? Dann sind wir, glaube ich, durch. Oder habe ich noch was übersehen? Ich gucke noch mal kurz, ob da irgendwas liegen geblieben ist. Billie Jean King Cup haben wir auch schon drüber gesprochen. Nö, ich glaube, wir machen noch NFL und dann, Verzeihung, dann dürften wir es haben. Schiapin hatte ich auch schon vorgezogen. Jo, na dann. Also NFL geht heute Abend weiter mit dem nächsten Spieltag und es ist die 11. Spielwoche, um genauer zu sagen, mit Topspielen. Ich hatte es schon die ganze Woche angepriesen. Wir hatten schon das Donnerstagsspiel. Philadelphia gewinnt gegen Washington. Das war schon Topspiel Nummer 1, auch noch Divisionsduell. Und heute Abend ist wirklich also richtig was geboten. Wir haben um 19 Uhr Baltimore zu Gast in Pittsburgh. 7:3 zu Gast bei 7:2. Das sind zwei richtig gute Bilanzen, zwei richtig starke Teams und es ist ein völlig offenes Ding. Auch noch ein Divisionsduell. Das Ganze live auf RTL im Free TV. Und die hängen hinten dran dann auch noch das Divisionsduell zwischen Seattle und San Francisco. Auch das ist immer eine spannende Nummer. 4-5 gegen 5-4 in einer ganz engen Division. Kann man gerne mal gucken. RTL Plus zeigt auch dazu noch die Detroit Lions. Die empfangen Jacksonville. Das wird eine eher einseitige Partie, vermute ich mal. Trotzdem, wer Detroit sehen möchte, bis jetzt die Saison sehr spektakulär gespielt, kann ja mal reingucken. Und auf The Zone gibt es erst Green Bay in Chicago, auch wieder so ein spannendes Divisionsduell. Und dann der absolute Kracher um 22 Uhr, Kansas City 9:0, zu Gast in Buffalo 8:2. Das ist natürlich auch ein Brett. Ihr könnt auch Konferenz gucken, das, die Endzone oder die Red Zone auf Englisch oder auf Deutsch, je nachdem.
bei der Zone beides zu sehen. Und da sind natürlich alle diese Spiele dann mit drin. Plus mehr, denn spielen ja auch noch Minnesota und es spielt auch noch Atlanta und was weiß ich. Mehr noch alles. Sunday Night Game dann Cincinnati zu Gast bei den LA Chargers. Wer das sehen möchte, der muss dann halt heute Nacht aufbleiben bis um 14:45. Und dann wird er da auch noch mit versorgt. Also da ist das Rundumpaket wieder geschnürt. Das kann ich sicher sagen. Gut. Ich wäre dann durch für heute. Viertelstündchen haben wir gebraucht. Ist so eine ganz gute, brauchbare Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß heute beim Sport gucken. Ich werde nichts sehen können, bin den ganzen Tag unterwegs. Aber ich gucke mir dann abends die Ergebnisse durch. Wenn es mich nicht völlig dahin rafft, die Erkältung. Oh, ist die Nase schon ganz rot, gell? Ein Video wird kommen. Vielleicht eher auch ein kurzes, mal gucken. Morgen dann wieder mit allem Wichtigen. Morgen nicht mit dem Blick auf die Bundesliga der Männer, weil die hat ja nicht gespielt. Aber wir gucken kurz auf die Frauenbundesliga. Aber wahrscheinlich ohne große Tabellen morgen. Das werde ich wahrscheinlich ein bisschen knapper alles halten, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber das Wichtigste haben wir drin. ATP Finals und Eishockey und was weiß ich. Einfach reinschauen. Wie ihr wisst, jeden Tag hier ein neues Video, ein aktuelles Video. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gucken und allen, die auch krank sind, gute Besserung da draußen. Bis morgen, hoffe ich mal. Ciao.